Und damit herzlich willkommen zu meiner Review zu One Piece Chapter 845. Ja, endlich wieder auch Mittwoch ein Kapitel bekommen. Und ja, was in diesem Chapter passiert ist, das ist jetzt ein bisschen, ja, wie kann man sagen? Ich sag jetzt mal lieber erstmal nicht schwach, weil zum einen Ruffy kämpft auf jeden Fall, wird gegen die ganzen Armee von Big Mom, und mit ganzen meine ich wirklich die ganze Armee, jetzt nicht unbedingt, ja, ich denke mal doch, alle, die ganze Armee kommt zu Ruffy rüber und will jetzt Ruffy vernichten, beziehungsweise Ruffy und Nami, denn wir wissen ja, dass Ruffy halt nämlich dort stehen bleiben will, und wie gesagt, hat er zu Sanji erwartet auf ihn, was halt eine dumme Sache ist. Nami hingegen versucht Ruffy ja die ganze Zeit wieder zurückzuholen, also was heißt zurückzuholen, wegzubringen, höchstens einfach nur mal da wegzubringen, kriegen, damit halt die ganze Armee nicht unbedingt gleich sieht. Doch Ruffy will sich keinen Weg, kein Stück bewegen, und er bleibt einfach sein Wort, ne? Er bleibt einfach da. Er bleibt da liegen oder sitzen oder stehen, wie auch immer. Eins ist sicher, wie kann ich es halt erklären, ne? Die Sache ist die, wir haben halt gemerkt, dass halt Big Mom eine gewaltige Kraft hat. Zum einen, man weiß halt wirklich immer noch nicht viel von Big Mom. Das ist schon mal ganz klar. Wir wissen halt nur von Big Mom, dass sie eine kranke Armee hat. Eine sehr kranke Armee. Wir wissen, dass sie ziemlich psychopathisch ist. Wir wissen, dass sie einen kleinen Ausbrecher kriegen kann, wenn die voller Wut ist und nichts zu essen bekommt. Also, dass sie Vorteil gesagt, also sie bringt sogar ihre eigenen Kinder um, wenn es sein muss, wenn die wirklich abgeht. Und dazu hinaus kann die irgendwie das Wetter kontrollieren, was schon mal eine Sache für sich spricht. Man muss halt sagen, wenn man halt das Wetter sieht, was halt irgendwie da rumheult, also Zeus und dieses Prometheus, keine Ahnung, wie es ist, irgendwie irgend sowas, ne? Die kann halt einen riesen Sturm zusammen verursachen, ne? Und man merkt halt einfach, dass halt, wir wissen ja, dass eben in Whole Cake Island vieles da sprechen kann, vieles Materielles, und ich denke mal, das gleiche wurde halt mit den Wolken gemacht anscheinend, und ich weiß jetzt ehrlich nicht, ob das vom Big Mom per se gemacht worden ist, die Teufels, irgendwie Teufelsfrucht, weil man kann halt vieles sagen. Gut, die Frau hat die Seelenfrucht, bedeutet, kann die vielleicht Seelen irgendwo reintun, was ich jetzt nicht glaube, was eben wirklich ziemlich schwachsinnig ist. Gut, eigentlich würde das sogar ein bisschen Sinn ergeben, oder? Die kann schon irgendwo Seelen reintun und Seelen rausholen und was weiß ich, die frisst ja sogar die Seelen. Aber das ist halt die einzige Erklärung. Ich denke mal schon, dass es ihre eigene Kraft ist, was mit diesen lebendigen Viechern ist, was alles so ist, und die kann schon alles einfach so lebendig machen. Entweder das ist vielleicht sogar eine Möglichkeit, ne? Kann sogar sein, dass ich jetzt sogar scheiße laber, aber ich meine, das wäre möglich, dass sie etwas sogar lebendig machen kann, was nicht lebendig sein dürfte, wie zum Beispiel Wolken, wie die das halt gemacht hat, woraufhin die halt wirklich auch das Wetter kontrollieren kann. Aber ich denke mal halt nur in Whole Cake Island dieser Richtung eben. Und man hat halt gemerkt, dass halt, man hat gesehen, dass ihre ganze Armee, ihre ganzen Leute, man weiß ja nicht mal, wie viel Kopfgeld auf diesen Spassen sind. Bestimmt schon, da sind schon sehr viele, die Kopfgeld höher als auf Ruffy sind. Ne? Und man merkt halt, dass es einfach nur krank aussieht. Was da für Kreaturen wahrscheinlich rumheilen. Ne? Diese eine Frau mit diesem einen riesen Schirm ist da auch da. Ich weiß nicht. Aber Leute, das ist einfach, es sieht gefährlich aus. Man hat ja gemerkt, dass Ruffy gegen die auf jeden Fall richtig gekämpft hat. Und man sieht auch, Ruffy ist komplett am Arsch. Das, ich weiß gar nicht, ob der das überhaupt überleben kann. Ne? Zu meiner Meinung nach, ich kann jetzt echt nicht sagen, ob Ruffy wirklich die ganze Armee gerade besiegt. Was natürlich ein bisschen übertrieben wäre. Wenn Ruffy das wirklich schaffen würde, ich meine, klar, wenn er das hinbekommen würde, ist es halt klar, dass die Armee kein Gegner für Ruffy ist. Bedeutet, dass Ruffy wohl eher doch gegen Big Mom kämpfen möchte. Heißt, gegen irgendjemand anders. Ne? Heißt, dass diese Armee-Leute eben gar keine Gegner für Ruffy sind. Haben wir halt gemerkt, es ist halt wirklich ein bisschen zu viel. Ne? Erstmal Cracker, daraufhin dann Sanji hat ihn erstmal die Fresse poliert, weil Ruffy sich nicht gewehrt hat. Und daraufhin kommt jetzt auch noch die ganze Armee. Und Ruffy hat ja schon, glaube ich, sogar ein paar besiegt. Und man muss schon sagen, boah, der haut schon richtig rein und der gibt wirklich alles. Und es ist krass. Und ja, gucken wir erstmal bei Sanji. Bei Sanji ist es halt so eine ganz, ganz komplette Sache. Wir haben halt gemerkt, der, die waren halt, die haben sich jetzt auf jeden Fall mit Big Mom zusammengesetzt und haben halt jetzt diese, ich sag jetzt mal, Tee getrunken und gefressen, um sich zu kennen, um sich kennenlernen zu können. Ja, trotz alledem muss man halt sagen, dass Big Mom scheiße fett ist, Alter. Das ist echt
gar nicht gut. Und dieses Grinsen von der Frau, Alter. Ehrlich, ich hoffe, sie wird hintergangen. Ha. Jedenfalls, bei Sanji kann man halt merken, der sitzt halt da und ich weiß echt nicht, was man sagen soll. Pudding ist natürlich auch da, sitzt neben Sanji und Pudding hat nämlich Sanji einen Zettel da gelassen, wo die natürlich unter vier Augen reden wollen, was die natürlich auch gemacht haben. Daraufhin hat dann Pudding sich halt erstmal entschuldigt, was halt mit Ruffy und so alles passiert ist und Sanji hat dann erstmal erklärt, was halt Sache ist, warum, wie es ihm geht, was halt los ist, warum er es nicht machen kann. Und der hat halt jetzt somit auf jeden Fall bestätigt, dass er seine Reise hier beenden werden muss. Also für Sanji aus, weil der kann nichts machen. Sanji, laut Sanjis Meinung kann er nichts anderes tun, als nur da zu bleiben, um seine Freunde zu beschützen und seine Hände zu behalten. Sonst machen die Bumm. Und das will kein Schwein. Ja, und da kann halt Sanji nur eins sagen. Sanji wird halt zufrieden sein, wenn er halt mit Pudding halt irgendwie erst halt die Ehe verschließt. Im nächsten Tag, also bei denen, ne? In halt One Piece dauert das halt jetzt, glaube ich, noch einen Tag, bis sie sich halt jetzt die Ehe, also heiraten. Und Sanji hat echt keine Wahl gehabt. Der hat selber gesagt, seine Reise wird sich hier ändern. Also hier enden wird die Reise auf jeden Fall von Sanji aus. Sanji ist sich hundertprozentig sicher, dass es hier enden wird. Die haben jetzt nämlich auch gesagt, die würden halt, wenn Sanji jetzt diese Dinger nicht hätte, wie man, Mann, ich weiß nicht, wie man die eigentlich nennt, die am Hände haben. Ich nenne jetzt einfach mal, ey, das ist irgendwie in jedem Chat meine Review so, ne? Ich nenne jetzt einfach mal Armband. Explosive Armbänder. Wenn er die nicht hätte, hätte Sanji gesagt, er würde gegen die Crew von Big Mom kämpfen. Er würde sogar irgendwas machen. Hätte er gesagt. Aber weil er nichts hatte und weil er niemanden hat, der auf seine Seite ist, mit dem er zusammenkämpfen könnte, bringt das halt nichts. Und Sanji will dann eben nicht. Sanji will dann da bleiben, will sein Leben dafür immer mit Pudding eben verbringen. Und Pudding ist ziemlich traurig darüber hinaus, dass sie halt denkt, dass sie schuld an der ganzen Sache auf jeden Fall ist. Und das ist halt eine schlimme Sache für ihn ist mit der Hochzeit. Und ihr müsst halt verstehen, ein Mädchen sieht dann eben diesen Mann und dann denkt er, mein Leben ist vorbei, dann heiratet er die und er ist immer unglücklich, ne? Ihr versteht, was ich meine, ne? Der ist immer unglücklich und so weiter. Ist halt scheiße. Und man kann halt nichts ändern, ne? Und so muss es halt sein. Aber was wird Sanji machen? Somit hat er auf jeden Fall beschlossen, sie zu heiraten und gar nicht mehr an seinen Traum zu denken anscheinend. Das ist echt beschissen. Ich meine, was Oda da gemacht hat, ist eigentlich ziemlich krass. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass es immer ein Sanji ist. Sanji tut mir scheiße noch eins leid. Genau genommen wie Ruffy. Ruffy tut mir auch voll leid. Und Nami auf jeden Fall auch. Immer wenn die so traurig guckt. Und sie macht sich auf jeden Fall mega Sorgen um Ruffy, weil ich glaube, Ruffy hält das nicht mehr lange aus. Ruffy kann so stark sein, wie der will, aber das ist viel zu viel für ihn. Das ist mir echt viel zu viel für ihn. Mit der ganzen verkackten Armee. Leute, was will er da machen? Das ist nicht einfach mal so ein paar 10 Stück, Leute. Das ist schon ein Haufen. Wie soll ich das erklären, wie viele Haufen? Das ist eine Menschenmasse, finde ich. Ja, das ist eine Menschenmasse, finde ich, für mich. Und ich will mal gar nicht jetzt wissen, was für ein Kopfgeld die alle haben. Auf jeden Fall sind die, ja gut, nicht alle sind die Stärke von Cracker, aber ein paar. Und das ist schon mal so eine Sache. Da kann ich mir schon denken, was für ein Kapitel nächste Woche ist Pause. Übernächste Woche, ja. Oder übernächste Woche. KP. Was da eben abgehen kann mit Ruffys Kampf, mit Ruffys Leben. Was geht mit Sanjis Leben ab? Ob der wirklich heiraten wird? Heißt, es kann ja sogar sein, dass er heiraten wird und Pudding ihn trotz all dem ihn aber danach auch gehen lässt. Muss doch nicht sein, dass Sanji bleibt, oder? Oder heißt es, dass Pudding doch mitkommt? Naja, wir wissen einfach nur eins. Sanji braucht die Schlüssel für die Handschellen, auch wenn selbst sie da kein Vertrauen haben, den Schlüssel wieder zu bekommen. Leute, da müsst ihr euch mal echt Gedanken machen. Nicht mal da haben die Vertrauen. Naja, ich bin auf jeden Fall hier fertig. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Ja, das war's eigentlich. Ja, das ist echt bedauerlich und freue mich auf die nächsten Chapter-Kapitel. Jedenfalls, zeigt doch mit dem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich sage auf jeden Fall, haut rein und schreibt mir die ein. Macht's gut, Leute. Was ist das One Piece, oder? Komm schon, sag es mir. Seit so vielen Jahren ohne Hinweis, ja, so warten wir. Ist es der Strohhut oder diese Reise? Unsere treue Crew wird uns immer stets begleiten.
Durch fremde Zeiten ist es die Vergangenheit. Das Geheimnis dieser Idee, sag, was hast du prophezeit? Ist es die Wahrheit über dieses Leid der Welt? Die Pornoglyphen, Robin wurde auserwählt. Warum das Ganze? Planst du eine Rebellion? Warum Luffy? Wird er sich die Krone holen? Er ähnelt Roger, was hat das zu bedeuten? Jeder sieht den König und keiner kann es leugnen. Und jetzt die Allianz, planst du den totalen Krieg? Die letzte große Schlacht, Regierung wird besiegt. Ist es der Anfang dieser neuen Ära? Zusammen mit Dragon wird er dann der Herrscher.